Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernst du die Weiterbildung technischer Kaufmann, technische Kauffrau mit eidgenössischem Fachausweis, auch als Berufsprüfung bezeichnet, kennen und kannst anhand der Vor- und Nachteile herausfinden, ob dieser Lehrgang für dich die richtige Wahl ist. Welches sind die 5 Vorteile des Lehrgangs technischer Kaufmann, technische Kauffrau mit eidgenössischem Fachausweis? Erstens, der Lehrgang ist eine optimale betriebswirtschaftliche Ergänzung für Fachleute mit einer handwerklichen und technischen Grundbildung und führt dank dieser Kombination zu guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zweitens, die Weiterbildung dauert nur 3 bis 4 Semester, ist aber dennoch fundiert, tief und praxisnah. Drittens, der Abschluss der technischen Kaufleute ist eidgenössisch anerkannt, genießt in der Wirtschaft ein hohes Ansehen und bietet gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Viertens, der Lehrgang wird zu 50% vom Bund subventioniert, sofern die eidgenössische Prüfung absolviert wird. Die Subventionen werden auch dann ausbezahlt, wenn die Absolvierenden die Abschlussprüfung nicht bestehen. Fünftens, die Ausbildung als technischer Kaufmann, technische Kauffrau ist ein optimaler Quereinstieg vom Handwerk ins Büro. Eine gute Vorbereitung auf Führungsaufgaben sowie für eine Selbstständigkeit. Welches sind die 4 Nachteile des Lehrgangs technischer Kaufmann, technische Kauffrau mit eidgenössischem Fachausweis? Erstens, da die Weiterbildung meistens berufsbegleitend durchgeführt wird, ist sie sehr intensiv und schränkt die Freizeit ein. Zweitens, der Abschluss ist bei Arbeitgebern im Ausland noch nicht bekannt. Mögliche internationale Vergleiche diesbezüglich werden aktuell diskutiert. Drittens, es werden viele neue, auch abstrakte Themen wie Marketing, Führung und Personalmanagement vermittelt, was die Teilnehmenden stark fordern kann. Viertens, es besteht ein hoher Prüfungsdruck bei den jährlichen eidgenössisch durchgeführten Abschlussprüfungen. Fazit: Der Lehrgang technischer Kaufmann, technische Kauffrau mit eidgenössischem Fachausweis ist eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung innerhalb der höheren Berufsbildung in der Schweiz und besonders bei Praktikern aus dem handwerklichen und technischen Bereich sehr beliebt und bekannt. Die Prüfung besteht aus insgesamt 4 Prüfungstagen, welche schweizweit alle Absolventinnen und Absolventen schriftlich wie mündlich absolvieren. Die Prüfung wird vom Schweizerischen Verband Technischer Kaderleute Anavant organisiert und durchgeführt. Die Vorbereitungskurse werden von rund 60 unabhängigen Bildungsinstituten angeboten und sind sehr unterschiedlich gestaltet. Es lohnt sich deshalb, die Bewertungen sowie die Erfolgsquoten der Schulen zu vergleichen. Im Lehrgang Technischer Kaufmann, Technische Kauffrau werden Kenntnisse vermittelt, welche bei Führungstätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Technik, Produktion und Handwerk eine wichtige Rolle spielen. Die Weiterbildung vermittelt Inhalte wie Management, Personalführung, Marketing, Verkauf, Finanzmanagement, Beschaffung, Supply Chain Management, Entscheidungsmethodik und Problemlösung, Recht, Volkswirtschaft, Kommunikation und Präsentation. Praxisorientierte Fachpersonen aus dem Handwerk, der Produktion oder der Technik, welche keine Berufsmatura absolviert haben und eine Karriere in einem KMU anstreben oder sich gerne selbstständig machen möchten, sind mit der Weiterbildung technischer Kaufmann, technische Kauffrau mit eidgenössischem Fachausweis sehr gut beraten. Sie sind in der Regel nach erfolgreichem Abschluss im mittleren Kader als Fachspezialisten oder Führungspersonen tätig. Nach wenigen Jahren Berufserfahrung haben technische Kaufleute die Möglichkeit, ihre Karriere weiter anzukurbeln, indem sie eine höhere Fachprüfung oder eine höhere Fachschule absolvieren, zum Beispiel auf einem Spezialgebiet wie Einkauf, Verkauf oder Betriebswirtschaft. Für weitere Informationen zum Lehrgang: ausbildungweiterbildung.ch